Hi Leute, hier ist Olli von Barber Supplies. Heute zeige ich euch, wie ihr bei einer kabelgebundenen Haarschneidemaschine die optimale Leistung einstellt. Viele von euch kennen das Problem, dass ihr die Maschine einschaltet und die ja, Geräusche macht wie eine Nähmaschine. Also ihr hört ein ziemlich lautes, klapperndes Geräusch. Das hängt halt einfach damit zusammen, dass halt dieser Schwingarm, ich zeige es euch mal, das ist hier der Schwingarm, der berührt dann hier diese Spule und dann kommt es halt zu diesem klappernden, lauten Geräusch. Was ihr machen könnt, ganz einfach, und zwar ihr nehmt den großen Kreuzschraubenzieher und habt hier eine sogenannte Leistungsschraube. Die dreht ihr im Uhrzeigersinn so stark oder so weit rein, bis dieses klappernde Geräusch wieder ertönt. Und dann schraubt ihr diese Leistungsschraube wieder gegen den Uhrzeigersinn zurück, bis dann dieses ja, klappernde Geräusch ja, vorbei ist, sprich die Maschine geräuschlos läuft und dann habt ihr eigentlich somit die optimale, maximale Power eingestellt und euer Clipper arbeitet wieder ja, geräuschlos und hat dann auch wieder die optimale Leistung. Deshalb, ja, lasst uns gleich mal beginnen. Ich habe hier das Cover hier abgeschraubt, damit ihr auch besser sehen könnt, wie die Technik von innen ausschaut. Und zwar, ich mache jetzt mal meinen Clipper an. Der läuft aktuell noch ganz normal. So, jetzt drehe ich mal im Uhrzeigersinn so lange rein, bis dieses klappernde Geräusch erscheint, sprich bis dieser Schwingarm, der sich hin und her bewegt, bis er die Spule hier berührt und dann drehen wir das Ganze zurück, bis dann dieses Geräusch dann auch wieder erlischt. So, ihr hört, das Geräusch ist wieder vorbei und jetzt habt ihr die optimale Performance eures Clippers eingestellt. Das heißt, ihr müsst dann nur noch das Cover wieder draufschrauben und dann habt ihr auch wieder einen Clipper, der wieder normal läuft mit der maximalen Power. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.